Es freut mich total, dass wir ja heute gemeinsam miteinander das Bergfest feiern. Also bitte nehmen Sie im Namen von Team Fujitsu auch die Glückwünsche für eine tolle Organisation hin an und auch unser Statement, dass Sie eine ganz tolle Kultur geschaffen haben, sektorübergreifende Kommunikation, interdisziplinäre Kommunikation. Also es macht wirklich Spaß, heute zu folgen. Wir haben jetzt 2,5 Tage hinter uns und ich freue mich riesig auf die nächsten 2,5 Tage. Also bitte an alle, das haben wir gemeinsam geschafft, eine riesig tolle Leistung. Und es hat sich eine Kultur in dieser Woche gebildet, die sich auch gerade in den Worten, die der Staatssekretär Feicht heute Morgen gewählt hat, erkennbar sind. Er sprach drei Träger an, die sind mir hängen geblieben. Sehen Sie mir nach, dass ich die nochmal anlese, und zwar Sektorkopplung, datenbasierte Entscheidung und Elektromobilität. Das ist insofern sehr spannend, weil die natürlich auch genau in mein Interessensgebiet reinspielen. Ich komme aus der IT-Industrie. Mein Profil und auch das Profil von Fujitsu, einem der 10 größten IT-Service-Provider, das lesen Sie bitte selber nach, damit möchte ich jetzt nicht unsere Zeit strapazieren. Aber eines ist auch sicher, wir waren auch gestern Teil der Mobility-Konferenz. Und es wird Sie nicht wundern, wir haben dort ganz viel über Energie gesprochen. Es lohnt sich wirklich, da auch nochmal reinzugucken und vielleicht die Themen, die dort gesprochen wurden, also E-Mobilität, Ladesäulen und so weiter, das wird ganz konkret angesprochen. Und das ist eben der Geist auch dieser Veranstaltung, Sektorkopplung, ganz viel über Daten gesprochen. Und insofern möchte ich diese Fäden aufnehmen und heute weitermachen und lade Sie herzlich ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Wir sind jetzt so nach der Mittagspause und Sie haben viele Dinge jetzt gemacht. Vielleicht, wenn wir jetzt uns in Berlin getroffen hätten, hätten wir es so gemacht, dass wir eine 3D-Stadt aufgebaut hätten und wir hätten sie dort durchgeführt mit einer tollen Visualisierung und so weiter. Das sollte jetzt nicht sein. Aber wir können das Ganze in unserem Kopf stattfinden lassen. Stellen Sie sich bitte Ihre Stadt, Ihre ganz persönliche Lebensumgebung, urbaner Raum vor, in dem Sie sich bewegen, mobil bewegen, Ihrer Wahl mit einem kleinen Robotaxi, was auch immer Sie gerade mögen, U-Bahn, S-Bahn, fliegen Sie ein bisschen hier oben, sieht man so ein kleines Flugtaxi oder so. Was immer Sie wünschen, sich vorstellen, genießen Sie einfach für eine Sekunde den wunderbaren Eindruck, ich bewege mich, ich bin mobil, so wie ich es gerne möchte, genieße dabei vielleicht das Lesen eines Buches oder arbeite dabei und so weiter. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen von Mobilität, aber ist es nicht wert, sich dafür einzusetzen, dass Teile dieser wunderbaren Vorstellung für uns wahr werden, weil Mobilität uns alle sofort selber angeht. Wir sind halt frustriert von Staus, wir wollen natürlich auch nicht zum Nachteil der Umwelt arbeiten, wir wollen den gesamten Sektor Mobilität mit E-Mobilität nachhaltiger gestalten, also insofern das ist ein großes Anliegen von uns. Und jetzt passiert Folgendes: Wenn ein Sektor nicht funktioniert, dann ist dann plötzlich das Licht aus. Keine Mobilität mehr, nichts. Die E-Mobilität ist, und da werde ich Ihnen nichts Überraschendes sagen, grundlegend von Ihnen abhängig, absolut von Ihnen abhängig. Und diese Abhängigkeit ist aber beiderseitig. Denn die neuen Nutzer der Elektromobilität, aber auch die Einspeiser sozusagen, die Supermärkte, die sich jetzt Solarpanels auf ihre Märkte knallen und dann ihren Besuchern oder ihren Käufern dort dann vielleicht Ladesäulen anbieten auf eigene Rechnung, sind natürlich auch Einspeiser. Und das alles muss, das erzähle ich Ihnen aus dem Sektor nichts Neues, muss natürlich gemanagt werden, das muss operativ gemacht werden. Und da sind Daten sozusagen, das ist das ganz Wichtige. Und dann sind wir schon wieder bei meinem Sektor, beim Industriesektor. Wir sagten gerade, Sektorkopplung, ganz wichtig. Wenn wir uns jetzt aber, und jetzt schalte ich mal das Licht wieder an sozusagen, eine der Architekturen angucken, die im Mobilitätssektor so gang und gäbe sind, also das ist ein Allgemeingutbild sozusagen, dann sehen wir dort, klar, logisch, tausend von Fahrzeugen, ob E-Fahrzeuge, Trucks, E-Trucks oder klassische Fahrzeuge, egal, die sind heftig miteinander verbunden, konnektiert, das Ganze möglichst noch über 5G jetzt, bis es ausgebaut wird. Möchte aber nochmal ein ganz kleines bisschen, weil diese Veranstaltung, diese Bitkom, ist natürlich auch sehr auf Deutschland orientiert. Ich möchte mal einen kleinen Blick aus einem Land reinbringen,
wo die Fujitsu herkommt, aus Japan. Wir werden uns sicherlich gegenseitig zugestehen, dass der Reifegrad der Digitalisierung der Gesellschaft in verschiedenen Regionen der Welt, in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Und wer schon mal das Privileg hatte, in Japan zu sein oder auch in China und so weiter, der wird das eine oder andere festgestellt haben, boah, da sind wir schon im Wettbewerb, und zwar richtig stark im Wettbewerb. Und dann kann man davon German Angst haben, sozusagen, oder man kann einfach sagen, hey, dann bauen wir eben auch auf interkulturellen Austausch, dann bauen wir auf Innovationsaustausch, und dazu sind wir bereit. Ich habe Ihnen also aus Japan etwas mitgebracht, was wir hier in Deutschland durchaus uns mal angucken können. Und fangen wir mit einem an, was Sie kennen. Ne, das ist eine kleine LED-Lampe, ne? LED-Leiter mit den Diode. Wir reden nämlich die ganze Zeit über den digitalen Wandel. Digital, merken Sie das Wort, digital, an, aus, an, aus. Ne? So sind wir aufgewachsen, das kennen wir. Wir betreten jetzt das Quantenzeitalter. Hier vorne kam Licht raus, Licht, Quanten, da war was. Albert Einstein, Quantum, ja, da hat er Nobelpreis für. Ja, hey, wow, cool, urdeutsches Thema sogar. Und wir lassen uns da im Moment sogar ein ganz kleines bisschen die Butter vom Brot nehmen. Die Bundesregierung hat beschlossen, im Rahmen ihres Investitionspaketes zur digitalen Transformation, hier in Deutschland innerhalb vom Zeitraum von 4 Jahren einen Quantencomputer, einen echten, nativen Quantencomputer aufzubauen. In anderen Regionen ist das schon in Arbeit bzw. geschehen. Wir begrüßen das von Fujitsu ausdrücklich. Nur die Wirtschaft unisono sagt, wir haben nicht 4 Jahre Zeit, um auf diese völlig neue Art Computing zu betreiben, zu antworten. Wer ein bisschen Quantenphysik erklärt haben möchte, ich stelle eine Speakers Corner Session bereit, 15.40 Uhr. Ich kann jetzt in die Technologie nicht einsteigen, aber sie unterscheidet sich fundamental im Einsatz und auch in der Funktion. Und in den Optionen von digitalem Computing ist, und das haben wir nachweisen können in POX, auch zwischen 10 und 17.000 Mal schneller als das klassische Computing. Und bis in 4 Jahren Quantumcomputer aufgebaut ist, haben wir keine Zeit. Und deswegen haben wir eine Brückentechnologie mitgebracht. Die sehen Sie auf Ihrem Bildschirm rechts, DAU, Digital Annealing Unit. Wir haben quasi die Quantenphänomene in Silikon gegossen und können jetzt schon die Vorteile im Quantenrechnen ausnutzen, die Phänomene ausnutzen, um zum Beispiel nicht nur das Traveling Salesman Problem zu adressieren, also das heißt Routenplanung über kombinatorische Optimierung, nämlich eine Route über mehrere Ziele und dort die optimale Route in Abhängigkeit zum Beispiel von der Ladung rauszurechnen. Wir können mit dem Digital Annealer auch 5G Mastenaufstellung optimieren, die ist ja in Abhängigkeit auch von den baulichen Maßnahmen, von Hotspots, wo wird viel erwartet und auch von Reichweite und Menge. Also diese Quantumtechnologie bietet ein unglaubliches Potenzial. Wir reden mittlerweile nicht nur in Japan mit Toyota, das richtig einzusetzen. Wir haben einen Use Case mit Toyota, der hat das bewiesen, der hat die Leistungsfähigkeit bewiesen. Nein, auch in Deutschland ist das mittlerweile angekommen. Beim Hamburger Hafen, der hat bei uns vom Fujitsu Activate Now gesprochen, bei BMW, bei Volkswagen. Und das ist das, was wir Ihnen auch in den Sektor anbieten. Lassen Sie uns reden und lassen Sie uns nicht warten, bis irgendwann Quantum Computing fertig ist und wir dann anfangen zu probieren. Wir haben eine Brückentechnologie, die ist heute auch schon in Deutschland im Einsatz und die können wir Ihnen zur Verfügung stellen. Sehr viele Probleme sind auch in Netzen, sind mit kombinatorischer Optimierung beschreibbar. Das werden Ihre Datenwissenschaftler sicherlich verstehen und auch dann sicherlich mit uns besprechen wollen. Also nutzen Sie dann die Zeit und kommen vielleicht mal in der Speakers Corner auf uns und unsere Experten zu. Zweite Sache, die ich Ihnen mitgebracht habe, ich habe letzte Woche im Mobility Circle eine ziemlich steile These, auch in Front sozusagen von öffentlichen Auftraggebern gewagt. Und zwar, wenn die Städte und Regionen ernsthaft über aktives Verkehrsmanagement nachdenken wollen, dann müssen sie ihre Mobilitätsszenarien im digitalen Zwilling abbilden. Positive Nachricht daran ist, dass digitaler Zwilling nicht wirklich was Neues ist. Das ist in der Industrie schon sozusagen gang und gäbe. Dort werden Fabriken, ganze Firmen digital abgebildet. Jetzt durch die verbundenen Autos, durch die verbundene vernetzte Umgebung, auch Energiesachen wie Ladesäuleninfrastrukturen und so weiter, ist es möglich, diese Infrastruktur digital abzubilden. Warum ist das nötig? Wenn erstmal eine Straße gebaut ist, dann liegt die da und ist so schnell nicht zurückzubauen. Wenn erstmal eine Ladeinfrastruktur mit Kabeln eingebuddelt ist, dann liegt die da erstmal. Wie sinnvoll wäre es,
diese Szenarien erstmal digital abzubilden mit den Hotspots, mit auch einer angemessenen Zahl an Verbrauchern, an Autos und die Systeme und Prozesse mal durchzutesten. Dazu ist der digitale Zwilling in der Industrie jetzt schon im Einsatz. Und ich schlage vor, dass die Erfahrung, Mensch, Tokio ist die größte Stadt der Welt mit 38 Millionen Einwohnern und die wollten jetzt noch Olympische Spiele machen. Daher kommt es. Also da werden vorher Prozesse durchgeschoben. Der große Unterschied, das haben mir meine Kollegen auch bestätigt, zwischen Asien und Europa und Deutschland ist, die Asiaten kennen die Verkehrsströme viel besser. Das ist das allererste, was die gemacht haben, sich informiert, wie sind die Verkehrsströme, um sie dann in so einem System wie digitaler Zwilling abzubilden. Also können Sie auch hier auf uns zukommen, haben wir mitgebracht, haben wir nach Deutschland mitgebracht, um dieses Gap in der digitalen Reife ein bisschen aufzuarbeiten. Eine Sache müssen wir allerdings selber machen, und jetzt kommt das große Aber. Das bedingt, also Sektorkopplung bedingt ja auch den Datenaustausch zwischen verschiedenen Parteien. Und die Akzeptanz in der Bevölkerung wird nur da sein, wenn die Rahmenbedingungen rechtlich sicher sind. Und wir wollen dort nicht am Rande stehen, wollen dort nicht sozusagen Monday-Morning-Coach sein und sagen, oh, alles besser gewusst und so weiter. Deswegen beteiligen wir uns als Partner der ersten Stunde auch an Gaia-X. Also ein ganz klares Commitment zu einer europäischen Einigung, zu Rahmenbedingungen, zum Datenaustausch, um zwei Dinge zu erreichen. Einmal natürlich auch Skalierung im Markt zu erlauben, weil Deutschland ist zwar ein großer Markt, aber wenn man im Vergleich jetzt zu Asien, China, Indien, USA die Marktgröße sieht, da müssen Investitionen schon skalierbar sein und Europa ist halt ein sehr stark fragmentierter Markt, deswegen drängen wir darauf, dass wir im Verbund jetzt auch mit der Bundesregierung und den Ländervertretungen das Thema Gaia-X sinnvoll vorantreiben. Und das Zweite ist, wir haben erkannt, Und leben auch dazu, dass Nachhaltigkeit der Ländergrenzen kein Stopp, kein Halt machen kann. Ja, also Klimakatastrophe, wir haben das dritte trockene Jahr in Folge. Und die Fujitsu bekennt sich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen auch ganz klar. Das heißt, Technologie folgt einem Sinn, folgt dem Purpose. Wir sind guter Technologie- und Servicelieferant, das ist okay. Aber wenn es dafür nicht den Willen gibt, den politischen Willen und auch den Willen in der Bevölkerung, Verhalten zu ändern und Technologie zum Guten einzusetzen, ist Technologie nichts wert. Und mit diesem Bekenntnis zu Europa, zum auch Purpose, zum Sinn Technologie, tolle Technologie, die wir hier aus Asien mit rüberbringen, einzusetzen und uns in Gaia-X auf Regeln zum Datentransfer zwischen Firmen, Behörden, verschiedenen Stakeholdern, auch über Ländergrenzen hinweg zu einigen, möchte ich das Wort zurückgeben und bin noch offen für ein, zwei Fragen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Weyer. Das waren wirklich spannende Einblicke. Ich finde insbesondere den Aspekt von Gaia-X einen sehr wichtigen. Wie sehen Sie hier den aktuellen Stand in Gaia-X? Haben Sie auch mitgearbeitet bei der Definition der Use Cases und der Übersetzung in die technischen Möglichkeiten? Fujitsu ist ja auch auf beiden Seiten sozusagen aktiv. Genau, also ja, boing, genau, Treffer, 100% getroffen. Natürlich sind wir Use Case basiert, Use Case orientiert. Das ist auch völlig klar, das ist unser Heritage, das ist unsere Herkunft sozusagen. Wir bringen dort unter anderem Quantum Computing mit rein, weil wir einfach keine Zeit haben gegenüber dem auch regionalen Wettbewerben in Asien und Amerika, weil die tun es halt einfach schon. Und dort sind immer die Vorbehalte, wo sind meine Daten, was ist mit meinen Daten, wo ist die Intellectual Property, wo liegen die Patente und dieses alles. Und so bringen wir uns ein, diesen Technologien, die wir zweifellos zur Verfügung haben, in die Use Cases mit einzubringen, auf das dann die Regulierung mit Augenmaß die Rahmenleitlinien schafft. Überregulierung, das ist nicht unser Interesse, sondern Wettbewerb zum Beispiel von Regionen, da stehen wir unheimlich drauf. Ja, also, was ich, Großregionen Baden-Württemberg und Hamburg und Berlin, da passiert jetzt total viel im Thema E-Mobilität und so weiter, sodass die Gesetzgebung die Rahmen schafft, Personenbeförderungsgesetz angleichen, vielleicht Energiegesetz noch ein paar Sachen angleichen, die es einfacher machen. Sodass wir von der Technologieseite her darstellen, was bräuchte man und die Regulierung dann die Rahmenbedingungen für sicheres und gemeinsames Wirtschaften schafft. So, das ist so der Stand. Und wir sind jetzt gerade am Starten auch, das ist auch klar, wir sind noch nicht dort, wo wir hingehören,
aber wir stehen eben nicht an der Seite, sondern sind mittendrin in den Arbeitsgruppen. Vielen Dank, Herr Bayer.